M99 darf bleiben, vorerst. Anwalt bestätigt, M99 in der Manteuffelstraße in Berlin-Kreuzberg darf bleiben. Hans-Georg Lindenau betreibt das M99, einen Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf. Anfang August hatten sich Anwälte von Lindenau mit dem Hausbesitzer Hellmann außergerichtlich auf einen Räumungsaufschub bis zum 22. September 2016 geeinigt. Immer wieder wurde sein Geschäft von der Polizei durchsucht. Die Gründe: Verdacht auf verbotene Literatur und Aufruf zur Straftat. Nun droht dem Laden das Aus. Gemeinsam mit seinen Unterstützern kämpft er für seinen Laden und gegen die Gentrifizierung. Bizim, also Bizim Kiez, das heißt unser, und wir haben uns so genannt von der Nachbarschaftsinitiative, die HG unterstützt, weil wir uns gegründet haben zur Unterstützung von Bizim Bakal. Das ist der Gemüseladen in der Wrangelstraße, der eben unser Laden heißt, und das fanden wir ein gutes Motto und haben uns dann eben Bizim Kiez genannt. Ja, bei HG ist es jetzt so, dass wir glücklicherweise heute Morgen einen Beschluss bekommen haben vom Landgericht, der den Beschluss von einem Tag davor vom Amtsgericht aufgehoben hat. Und das bedeutet, dass die Räumung, die eigentlich für Donnerstag, also morgen angesagt war, nicht stattfindet. Und darüber sind wir alle sehr glücklich. Also weiter geht's erstmal mit dem, was angeordnet wurde. Das heißt, es muss ein Gutachter HG untersuchen und feststellen, ob ihm eine Räumung überhaupt zumutbar wäre. Und das Ergebnis ist dann eben abzuwarten. Des Weiteren haben wir inzwischen für ihn neue Räume organisiert. Er kann umziehen Ende Mai. Und deswegen geht es hier ja eigentlich nur noch darum, die Übergangsfrist von jetzt bis eben seinem Umzug zu organisieren. Und deswegen appellieren wir ja an den Hausbesitzer, dass er doch bitte, was er früher auch schon mal gesagt hat, ihm jetzt einfach noch die Frist geht, bis HG freiwillig geht. Weil eigentlich wollen ja alle eine friedliche Lösung. Aber was der Hausbesitzer jetzt hier in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, das hat mit friedlicher Lösung eben nichts mehr zu tun.